Ja, guten Tag, Robert Wüstenfeld, mein Name. Ich bin Mathe-Didaktiker und ich als guter Mathematiker muss natürlich erstmal eine Umfrage machen. Wer von euch hat, sagt so in der Schule, Mathe war nicht so meins? Okay, sehr gut. Danke, dann kannst du mal gleich auf die Bühne kommen hier. Ja? Dann du? Komm auf die Bühne. Ja, komm. Hast dich ja freiwillig gemeldet. Aber es sind gar nicht so viele und das finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Herzlichen Dank. Haben wir noch ein zweites Mikro, was wir benutzen können? Hallo. Wer bist du? Valerie. Valerie. Und was machst du, Valerie? Also ich studiere. Ja, was? Gebärdensprache. Gebärdensprache, fantastisch. Hätte ich doch die Folie mit den Fingerzeichen drauf machen sollen heute, aber habe ich nicht gemacht. Okay, wollen wir mal schauen, wie gut du Mathe kannst? Gehst du mal ein bisschen zur Seite, damit die Leute sehen können? Eine Mathe, kleine Matheaufgabe für dich. Gegeben sei ein geschlossenes Band C in einem zweidimensionalen topologischen Raum mit den Hindernissen A und B. Also ihr merkt schon, wir machen hier algebraische Topologie, ja? Das Band kann beschrieben werden durch die Hintereinanderausführung Stern der Operation A, was natürlich eine Rechtschleife um das Hindernis A ist, und B eine Rechtschleife um das Hindernis B. A hoch minus 1 ist aber eine Linksschlaufe um das Hindernis A und B hoch minus 1 ist die Linksschlaufe um B. C sei jetzt beschrieben durch diese Hintereinanderausführung A Stern, B hoch minus 1, Stern A hoch minus 1, Stern B. Jetzt die Frage. Wenn Hindernis B entfernt wird, löst sich dann C zu einem Band ohne Hindernis auf? Genau, wie groß ist die Chance? Ich würde sagen, nein. Oh, sehr gut, sehr gut. Richtig, ja, richtig. Und wir gucken uns das auch nochmal an. Ob das so stimmt, wir haben ja ein schönes Bild, hat der Weihnachtsmann geschenkt bekommen von den Wichteln und weil es runtergefallen ist, hat er es mit zwei Nägeln aufgehangen, hat nochmal die Schlaufe so zweimal ein bisschen doller gemacht und jetzt ist die Frage, wenn ich hier einen Nagel wegnehme, wenn der Nagel nochmal aus der Wand fällt, fällt das Bild runter oder nicht? Nein. Genau. Sehr gut. So, und jetzt Level 2. Nein, danke. Super, vielen Dank. Das war's schon, ja. Ein riesiger Applaus, Valerie. Mit den Kindern machen wir es ein bisschen schwerer. Da haben wir 4. Und dann ist die Frage, bei welchem löst sich's auf? Und wie ihr alle sicherlich gesehen habt, das ist das hier. So. Genau. Die Kinder können auch immer schön Freitext alles schreiben, was sie wollen. Es gibt 2 Kalender, Klasse 4 bis 6 gibt es einen und Klasse 7 bis 9. Und man kann mitspielen ganz alleine oder mit der ganzen Klasse. Oder ihr könnt auch mitspielen, wenn ihr Lust habt. Jeden Morgen so ein bisschen euer Gehirn aufwecken. Kostet auch nichts. So, das sind die Teilnehmerzahlen. Insgesamt über 1 Million. Haben bisher teilgenommen. Und das Geilste ist, 52% weiblich von allen Teilnehmern. Und da geben sich natürlich einige Fragen. Zum Ersten, wenn 100.000 Kinder jeden Tag Matheaufgaben machen und keinen Lehrer haben, den sie fragen können, wie viele E-Mails können sie am Tag schreiben? Schätzungsweise 300.000, nicht ganz. Aber in der Saison schicken wir immer so 500.000 E-Mails hin und her. Das müssen wir professionell machen. Die Webseite muss auch aushalten. 20.000 Kinder pro Minute ungefähr. Genau, deswegen müssen wir das Ganze professionell machen. Haben wir eine gemeinnützige Firma gegründet. Mathe im Leben. Warum Mathe im Leben? Weil wir zeigen wollen, wo Mathe im Leben gebraucht wird. Genau. Und wir machen auch ein bisschen Bildungsforschung. Wenn man jetzt so viele Kinder hat und eine Webseite, wir haben ungefähr mehr Daten als PISA, ja, und versuchen wir ein bisschen auszuwerten.
sind drei schöne Sachen, die man machen kann. Erstens, die machen nicht mit, weil die Kinder, die Lehrer das wollen, sondern weil sie die Wichteln mögen und weil sie die Preise mögen. Weil sie was Schönes gewinnen können, Fujitsu spendet Tablets und so. Und dass man halt auch sehen kann, Mathe ist für was nützlich. Sie lernen neue Seiten der Mathematik kennen und sie gewinnen Selbstbewusstsein. Oder wie die Kinder das sagen. So. Wir haben uns natürlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir die Aufgaben schreiben. Das sind die Key Facts, ja, Key Facts, wie die Anforderungen an unsere Aufgaben. Das muss eine interessante Mathematik sein. Wir wollen Storytelling einbauen. Jeder mag Harry Potter, ja. Das Ganze ist eine Wichtelwelt. Und das Schöne ist, und deswegen machen auch so viele Kinder mit, die ist ultra gleichberechtigt, ja. Ganz viele Frauen in Führungspositionen und so. Und das können wir einfach so reinbauen, da müssen wir nicht sagen, ey, Mädchen könnt auch was, sondern die sehen das einfach, dass die Mädchen was können. Sinnvolle Fragestellung ist auch ganz wichtig. Nicht, dass man dann denkt, ja, zwei Flügel fliegen auf einer geraden Linie aneinander vorbei, ist nicht so sinnvoll. Deswegen brauchen wir ungefähr 6 Monate, um diese 48 Aufgaben zu schreiben. Ja, wir recherchieren richtig NASA-Daten und alles, wir wollen ja den Kindern nicht irgendeinen Scheiß andrehen. Genau, möglichst offen, dass mehrere Lösungswege, weil die Kinder denken ja, jeder verschieden, hatten wir auch schon, Individualismus. Genau, eine kleine Aufgabe, die ich euch mitgeben möchte, die Wichtel in der Sahara. Wichtel Waldemar hat den Auftrag, alle Wunschzettel der Kinder in den Oasenstädten in der Sahara einzusammeln. Dort kommt nämlich die Post nicht so regelmäßig vorbei. Das ist Waldemar. Von Timbuktu aus dauert seine Rundreise 6 Tage. Wie alle kleinen Wichtel kann Waldemar aber nur 4 Tage Proviant mitnehmen. Für die fliegenden Rentiere ist die Wüste natürlich viel zu heiß und für die Kamele ist Waldemar viel zu schnell. Er kann also nur andere Wichtel mitnehmen auf die Reise, die auch noch Proviant tragen können, aber auch die können natürlich nur 4 Tagesrationen mitnehmen. Frage, wie viele andere Wichtel muss Waldemar mindestens mitnehmen, damit alle wieder heil in Timbuktu ankommen? Und das ist das Schöne, also die ist jetzt nicht die ultra sinnvollste Aufgabe, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Aber die Aufgabe ist super, weil wenn ihr euch später darüber unterhaltet, werdet ihr sehen, Mathe hat nicht immer nur eine Lösung. Genau, also wir machen immer ganz viel wichtige Sachen hier, Verschmutzung, Meer, Ebola-Epidemie. Ja, kann man doch den Kindern mal sagen. Nordpol schmilzt ab, die bauen am Südpol natürlich ein neues Haus. Und ganz viel Kultur auch, Maya-Zahlen und so weiter, Fingerzahlen haben wir dieses Jahr auch gehabt. Genau. Finden die Kinder super. Ja, das sind so ein paar Sachen. Sowohl denen, die Mathe nicht so mögen, gefällt das, als auch den richtigen Nerds, seht ihr hier, denen gefällt das auch. Weil die mal einfach was Neues erkennen, was nicht aus dem Unterricht kennen. Gibt aber auch Kinder, die mögen das nicht so sehr. Ahmed aus Neukölln, ihr dreckigen Mexikaner, seid ihr zu arm, um eben eine Belohnung zu geben, ihr Hurensöhne? Ich habe 24 Tage diese gefickten Aufgaben gemacht, anstatt was anderes zu machen, habe nichts bekommen, nur weil ich alles falsch habe, ihr Missgeburten. Ich verklage euch wegen Freiheitsberaubung. Ich habe für eine von diesen Hurenaufgaben 4 Stunden gebraucht, ihr Wichser. Was will ich überhaupt mit Mathe, Mann? Habt ihr keine Hobbys, anstatt immer nur Matheaufgaben zu rechnen? Ihr werdet es nie zu etwas bringen. Erstens, ja, wir sind zu arm, um jedem Kind ein Geschenk zu geben. Ist so, leider. Zweitens will ich ihn jetzt auch gar nicht sozial stigmatisieren, sondern was ist das denn? Das ist ja eine Textaufgabe. 24 Tage hat Ahmed die Aufgaben gemacht, hat 4 Stunden gebraucht von einer dieser Aufgaben. Das macht insgesamt 96 Stunden Mathe, die Ahmed gemacht hat im Dezember. Ja, und das ist genau das, was wir wollen. Und manchmal macht es ihnen ja dann doch Spaß. Genau. Wenn ihr das auch mal sehen wollt, mathekalender.de, googelt da einfach, sind wir auf ganz oben. Und oder kauft euch die Bücher. Ist auch schön. Vielen Dank.